Freitag, 10. August 2018, 21.44 Uhr. Speerwerferin Kristin Husson hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin die dritte deutsche Goldmedaille gewonnen. Die 24-Jährige siegte mit dem EM-Rekord von 67,90 Metern. Es war der 8. EM-Titel für eine deutsche Speerwerferin. Mit ihrer persönlichen Bestleistung von 67,90 Metern im ersten Versuch verwies sie Nikola Ogrodnikova aus Tschechien 61,85 Meter und die Lettin Liveta Jasiunait 61,59 auf die Plätze 2 und 3. Für die deutschen Leichtathleten hatten zuvor Speerwerfer Thomas Röhler und Zehnkämpfer Arthur Abele Gold gewonnen. Ich wusste, wenn ich super drauf bin, kann ich um eine Medaille mitwerfen. Aber dass es Gold wird, kann ich kaum glauben. Gestern habe ich schon Lust bekommen, auch auf dem Treppchen zu stehen. Dass ich es mache wie Thomas, ist umso schöner, sagte Husson in der ARD. Husson, die mit 67,29 Metern bereits die beste Weite in der Qualifikation abgeliefert hatte, setzte damit die Erfolgsserie deutscher Speerwerferinnen bei Europameisterschaften fort. Zuletzt stand 1969 keine deutsche Athletin auf dem Podest. Vor 2 Jahren hatte Linda Stahl Silber gewonnen, 2010 in Barcelona holte Stahl auch den bisher letzten deutschen EM-Titel. Christian Brunner, EPA Ife, Rex, Shutterstock, Marie-Laurence Jungfleisch. Jungfleisch gewinnt EM-Bronze im Hochspringen. Die Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch hatte wenige Minuten zuvor Bronze gewonnen. Die 27-Jährige musste sich im Olympiastadion mit 1,96 Metern nur der als neutrale Athletin startenden Weltmeisterin Maria Lasiskene sowie der zweitplatzierten Bulgarin Mirela Demireva geschlagen geben, die jeweils 2,00 Meter übersprang. Für Jungfleisch war es die erste wichtige internationale Medaille. Ich bin unheimlich glücklich, endlich mal eine Medaille zu gewinnen, vor allem in Berlin, das ist ein Traum, sagte Jungfleisch in der ARD. Bei den Europameisterschaften in Zürich 2014 und Amsterdam 2016 war sie jeweils noch auf Platz 5 gelandet, bei der WM 2017 in London fehlten ihr als vierte 4 cm zu Bronze.